Heute gehen wir auf die Trisselwand auf, da beim Grundlsee heroben. Überall das See sieht man dann. Und gegenüber vom Loser ist das. Wir sind am Herbstsonntag unterwegs bei wunderbarem Wetter. Der Parkplatz ist entsprechend voll. Haben wir an der letzten Plätze ergattert. Jetzt geht es da erst einmal ein bisschen die Wiesen auf, dann durch den Wald und weiter oben dann ein bisschen alpines Gelände. Ungefähr 800 Höhenmeter, über 7 Kilometer führt uns der Weg da heute auf. Der Parkplatz kostet übrigens mittlerweile auch 8 Euro, letztes Jahr war er noch gratis. Was ich voll okay finde, wobei 8 Euro für 20 Fahrer, 20 ein bisschen am oberen Ende ist. Aber ich finde das gut, dass die Leute was davon haben, dass andere Leute wandern gehen und dadurch hoffentlich auch die Parkplätze weiter erhalten können für die große für den großen Andrang, der bei den Wanderern da herrscht. Links von uns sehen wir übrigens schon immer auf dem Altasseer See durch die Bäume durch. Und vor uns thront schon die Trisselwand, unser Ziel für die heutige Wanderung. Da quert man jetzt kurz einmal die Forststraßen und dann geht es aber gleich ein paar Meter weiter wieder da rechts auf in den Steig. Ja, da war halt heuer im März Schnee bis über dem Zaun. Auch das Seil hat kaum rausgeschaut, vielleicht auf Fußgelenkshächen. Und da geht es halt dann doch steil runter, wenn es da rutschig ist. Deswegen haben wir dann entschieden, dass wir da oben dran.
1 Stunde 45 sind wir aufgegangen. Unten am Parkplatz war ein schwarzer Weg mit 2 Stunden angeschrieben. Wo da der Weg schwarz sei, so ich weiß ich nicht ganz, also bis auf das kurze seilversicherte Stück, wo man das Seil eindeutig nicht braucht, wenn es trocken ist, ist das ein roter Weg meiner Meinung nach. Ist also gut geeignet für die meisten Leute. Und die 2 Stunden sind schon recht sportlich, also gut 2 Stunden, 2,5 da die rechnen, wenn ich nicht wirklich sehr sportlich auffahre. Wenn man da durch diese Senke wieder zurück runter geht, beziehungsweise kann man es natürlich auch schon beim Aufstieg machen, geht da rechts so ein Weg an, der auf einen kleinen Zwischengipfel aufführt. Und den schauen wir uns jetzt noch kurz an. Ahornkogel nennt sie der da und ist keine 3 Minuten Umweg und man kann da schon mal einen netten Blick auf die Trisselwand erhaschen, wenn man da beim Aufstieg einen kurzen Abstecher macht. Für die, die jetzt nur überlegen, wegen dem kurzen seilversicherten Stückerl, wegen dem sie ja wahrscheinlich die schwarze Farbe da hat, ob die da raufgehen wollen, geht es jetzt nur mal runter, könnt ihr euch den Weg nochmal anschauen. Alle anderen können jetzt schon mal zum nächsten Video vorgehen. Das war es auch schon wieder mit dem Stickerl und ja, mir hat es da fast gerade hingehauen vom Filmer. Also wer nicht trittsicher ist, nehmt keine GoPro in die Hand, sondern die Stecken. Oder stellt euch zumindest nicht so blöd an wie ich.